offenes Geheimnis. Ein Text aus meinen Gedanken später. 14.15 Uhr bis 14.17 Uhr. Wer wusste schon, was sie da erlebte in diesen 2 Minuten? Minuten, in denen ihre Welt, ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Bewusstsein eine andere Wendung nahm. Die Zeit bekam einen Riss, war so kurz und pulsierte in unregelmäßigem Takt von Sekunde zu Sekunde. Einen Riss in der Zeit und der Welt, eine andere Ebene des Seins. Ein Dazwischen, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Wachen und Träumen. Und doch war sie so wach wie nie, wie noch nie, so konzentriert wie noch nie auf die Steigerung der körperlichen Empfindungen. War Telepathie möglich oder war sie vielmehr eine Wirklichkeit? Ich nehme dich mit mir, zu mir, du bist bei mir, auf mir, unter mir, neben mir. Dieser Riss in der Zeit, in den Empfindungen, dieser Misston, könnte man sagen, diese verkehrte Welt, dieser unbeleuchtete Tunnel macht es möglich. Gefühle, die dann doch die Wirklichkeit gestalten, sich auf sie auswirken. Sie muss verrückt sein, denn sie hat sämtliche Grenzen überschritten. Da bekommen die Menschen Angst. Was will sie von mir? Was will ich von ihr? Ihre Leidenschaft kannte keine Grenzen mehr. Sie nahm alles in sich auf, was sie bekommen konnte. Sie gab alles her, was sie an Leidenschaft besaß, bis es schmerzte, bis sie sich selbst endlich spüren konnte in dieser Parallelwelt, die nur aus Beziehungen, Verschmelzungen und Erregungen bestand. Sie benötigte niemanden dazu, denn sie hatte in diesem Moment alle in ihren Bann gezogen, ohne dass es die meisten gewusst hätten. Sie ließ die Puppen tanzen für sie auf ihr. Sie zog die Fäden, obwohl sie es gar nicht wollte, sie wollte nur verschmelzen. Sie wollte, dass der andere ihr ebenbürtig sei, nicht unter oder über ihr. Und so nahm sie ihn mit in diese Sphäre der liebevollen Wertschätzung füreinander, wo alles erlaubt war, weil alles einfach ein Gewinn war. Nichts konnte verletzen und alles konnte nur mehr bereichern, weil sich eine andere Ebene öffnete, die, obwohl den meisten unbewusst, doch ihren Weg ins Bewusstsein zweier sich liebender Menschen schaffte.